Sie wünschen, was wollen Sie? Warum sind Sie da? Eben. Eben was? Vergessen. Ja, was? Eben. Ja, eben was? Eben, das habe ich vergessen. Ja, also mit anderen Worten, Sie haben vergessen, was Sie vergessen haben. Ja, ja, komplett, ja. Ja, und da kommen Sie ausgerechnet aufs Fundbüro. Ja, hat gedacht, Sie finden zu sich. Was Sie vergessen haben? Ja, ja. Ja, hören Sie, guter Mann, wir sind da ein Fundbüro und als solches ein Aufbewahrungsort für Gegenstände, die gefunden werden. Aha, so. Ja, aber wo sind denn die Sachen, die verloren worden sind? Ja, dann haben Sie also doch etwas verloren. Ja, ja, ja. Oh, ja, und was? Ja, eben. Ja, eben was? Eben, das habe ich vergessen. Ja, und das soll ich jetzt herausfinden? Ja, als Fundbüro. Was haben Sie denn so alles da? Wegen? Wenn Sie es aufzählen, kommt es mir vielleicht wieder in Sinn. Schirmbrille, Mäntel, Zylinder, Schuhe, Köfferli, Mäppli, Schlüssel, Portemonnaie, Gebiss, sämtliche Bücher vom Wiecher, Blumen... Ja, was ist mir noch? Unterbrechen Sie mich jetzt? Aha, ja, ich wollte noch sagen, es ist bis jetzt noch nicht dabei. Blöd, jetzt kann ich wieder vorne anfangen. Ja, bitte, gern. Ja. Schirm, Brille, Mantel, Zylinder. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ich wollte noch sagen, Sie können schon ein bisschen schneller reden. Schirm, Brille, Mäntel, Zylinder, Schuhe, Köfferli, Mäppel, Schüssel, Portemonnaie, Gebiss, sämtliche Bücher vom Wiecher, Blumenstück, Kleiderbürste, Nagelschere, Stehlampe, Händchen, Klüren, Beine, Epertürtli, Vogelkäfi, Damenuhren, Herrensocken, Damenhüte und Trambilett. Fertig? Ja, es ist fertig. Ja, das ist schade. Wieso schade? Ja, es ist nicht dabei. Warten Sie mal. Wir wollen mal systematisch vorgehen. Ist Ihnen das recht? Ja, da ist, glaube ich, schon recht. Ja. Also, ist es ein Luxusgegenstand? Ja, kalt. Ist es etwas Wertvolles? Ja, eiskalt. Ist es etwas zum Essen? Wärmer. Rösti, Omelette, Herdöpfelsalat, Wienerli. Heiss Wienerli. Nein. Leberschnitten, Öpfelmus, Servola, Spaghetti. Spaghetti. Oh, nein. Ja, aber es ist etwas zum Essen. Fondue. Es Fondue. Jetzt haben wir es. Fondue. Ja, also, Sie werden mir noch nicht angeben, Sie haben das Fondue verloren. Blöd. Also, aber was ist denn jetzt mit dem Fondue? Ja, wo ich am Montag, am Morgen, am 8. zu meiner Frau gesagt habe, Rösli, wie wär's wieder einmal mit dem Fondue? Da ist mir aufgefallen. Was? Dass es nicht mehr da ist. Das Fondue? Nein, das Rösli. Ja, also, mit anderen Worten, Sie vermissen Ihre Frau. Ja, vermissen nicht direkt. Aber es ist mir halt einfach aufgefallen, dass sie nicht mehr da ist. Aha, ja, und wann ist Ihnen das aufgefallen? Ja, da, wo ich das Fondue wollte. Name? Rösli. Nein, Ihre. Hugendoblo. Herr Hugendoblo. Der von Ihrer Frau? Frau Hugendoblo. Können Sie sich noch erinnern, wenn Sie sie das letzte Mal gesehen haben? Ja, wann war jetzt da wieder gewesen? Am Hochzeit? Später. In der Flitterwoche? Flitterwoche? Ja, da ist sie, glaube ich, auch dabei gewesen. Oder am letzten Zürichfest? Nein, ja, ab Fest, da gehe ich immer selber. An der Weihnachten? An der Weihnachten? Ja, da ist etwas unter am Bäumli gesessen und hat geliesmet. Sagen Sie, guter Mann, Sie haben nicht zufälligerweise ein Foto davon? Nein. Auch kein Abziehbild. Hey, aber dann können Sie sich wenigstens noch erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ja, wenn ich sie sehe, käme es mir sofort wieder in den Sinn.
Hat sie besondere Merkmale gehabt? Ja. Eben ja. Eben was? Eben Fondue hat sie so gut gemacht. Fondue? Susch? Ja, ich meine, wie sie susch gsi? Vergessen. Haar? Ja. Maul? Ja, immer, ja. Figur? Früher noch schon. Sagen Sie, guten Mann, haben Sie eigentlich sonst noch neue gesucht? Ja, wo zum Beispiel? Polizei, Kantonsspital, Interpol, Bellevue, Seefeld, Schwiegereltern, Heisenmeet, Tante, Freundin, Birchenbenne, Sanatorium, Silwald, Hallenstadion, Stadttheater, Goldigen Ochsen, Schulerschatz, Langstrasse, Paketpost, Güterbahnhof, Odeon, Terras, Frauenverein, Bahnhof, Silf und Tramdepot. Ja, überall. Ja und? Weg, fort, ab. Ja, dann ist also das Fundbüro Ihre letzte Hoffnung. Ja. Ja, guten Mann, muss ich Sie enttäuschen. Bei uns ist sie auch nicht. Sicher nicht? Ja, ganz sicher. Ja, dann danke vielmals.